Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Herausforderungsmodus. So, wir sind gerade dabei, ein bisschen Beleuchtung noch zu verteilen. Eco-Arrest-System ist ein... Oh. Das muss erreicht werden können. Naturweg habe ich hier nicht, ne? Nee. So. Jetzt ist es erreichbar. War mir nicht bewusst, dass das Voraussetzung war. Ja, aber dann haben wir halt hier auch noch tatsächlich einen Weg. Macht ja auch nichts. Passt. Passt. So. Muss immer wegen meinen Verkäufern gucken. Ob wir da wen schulen müssen, ob er wem die Begeisterung nachlässt. Hier, ja. Hier auch. Hier ebenfalls. Hier ebenfalls. Oh, hier auch. Ganz arg sogar. Hier noch mehr. Da. Dort. Dort. Kriegen immer 15 Dollar mehr bei einer Beförderung. Hier kann ich gerade noch nicht. Okay. So, was haben wir denn noch alles für Benachrichtigungen? Hat immer noch keinen Verkäufer. Doch, hat jetzt. Hat einen, alles gut. Was machen unsere Forschungen? Die ist fertig, sehr gut. Starwheel haben wir gekriegt, okay. Machen wir noch wieder ein Familienfahrgeschäft. Mehrere Fahrgeschäfte sind kaputt. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Techniker. Weil das haben wir ja irgendwie nicht nachgezogen, ne? Oh, da drauf sollte ich ihn nicht stellen. So. Was machen unsere Herausforderungen? Ah, das können wir einfordern. Sehr gut. Golden Eagle hat ein technisches Problem. Ja. Geht klar. So, insgesamt sieht der Park doch schon mal ganz schick aus. Jetzt mit der Beleuchtung, dann können wir auch wieder auf normale Tageszeit gehen. Und es wäre Licht. So. Hier brauchen wir noch Deko. Da bräuchten wir immer noch Ghostbuster so ein bisschen, ne? So.
So, das ist gut. So, ist gut. Der Geist hat hier rum. So. Spengler feiernd. Den können wir da auch feiern lassen. Hier könnte ich auch noch was hin tun, ne? Oh, du läufst gegen die Laterne. Kann man mal tun. Peter Wenkman, untätig. Ja, der steht dort ein bisschen rum. Yeah. Yeah, ihr habt es geschafft, was in den Mülleimer zu werfen. Yeah. Genau so. Das Ding könnte ich eigentlich noch versenken, ne? Pop. Hier genauso. So, nun sieht man es nämlich nicht. Bisher. Da müsste noch was rein. Jetzt können wir den Filter aber mal wegmachen. So. Sudele. Den könnte ich auf einen Stein stellen, ne? Da steht er dann eigentlich besser. Stein. Perfekt. Perfekt. So, was haben wir denn noch für Steine? Klein. Klein ist aber ja auch okay. Müssen ja nicht immer groß sein, ne? So. Kann ich nicht zu sehr ins Gebäude gehen. So, machen wir die hier hin. So. Dum, dum, dum. So.
wir eh nicht viel anderes hinpacken. So. So. Hier müssen wir mal gucken. Da will ich auch noch mal das. So, ja, was ich hier an dem Flussufer mache, ich weiß es noch gar nicht. Hier würde ich mit Felsen arbeiten. Aber eher mit dem Laubwald. Oh, ne, der ist definitiv falsch. So, da können wir auf jeden Fall auch noch. Es wird. So. Das ist hier auf so einer Felswand aufgebaut. So, sieht das doch ganz gut aus. So schaut das doch ganz gut aus. Das machen wir felsig. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. So, sehr gut. Das können wir dann hier auch noch durchziehen.
so ist gut. Dann machen wir hier auch noch ein bisschen Dings hin. So. So. Doch, so gefällt mir das, glaube ich, ganz gut. Da kann man dann vereinzelt nochmal so einen Busch hin machen. So. Und die hier natürlich. Die wachsen halt immer so mal wieder auf Felsen. Sehr schön. Können wir auch hier wachsen lassen. Dann sind die Felsen nämlich auch nicht ganz so kahl. So, sehr schön. Dass der immer wieder auf grün zurückgeht. Tut eigentlich nicht Not. Würde ich mal sagen, aber das Spiel sieht das halt manchmal anders. So. Doch, das gefällt mir. Dann haben wir hier einen schönen Abschluss. Gucken wir mal, was wir da noch da reinsetzen können. Ja, da geht er drunter durch, das passt. Hier irgend noch einen schicken schmalen Baum. Nee. Nee, kopieren wollte ich sie nicht. Verschieben wollte ich sie. So. Es wird. Dann können wir hier eigentlich auch noch, ne? Wenn wir das jetzt schon so weit rumgezogen haben, dann können wir das hier auch noch mitmachen. So. Irgendwelche nicht zu breiten Bäume. Hm.
der kann noch ein bisschen weiter rüber. So, sehr schön. Und Kameras, die brauchen wir hier natürlich auch noch, ne? Dass wir das nicht vergessen. So. Auch und vor allem natürlich in der Warteschlange. So. Da haben wir eine. Eine hin tun. Da können wir mal eine positionieren. Da können wir mal eine positionieren. Und hier müssen wir eher noch ein Dach oder sowas hinmachen, dass falls das von der Achterbahn runterfällt. Das machen wir mal ein andermal. So, ich sag damit dann jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.